1929 hat meine Oma mit ihrem Mann das Haus gekauft und eine Gaststube daraus gemacht. Und in den 60er Jahren hat es dann mein Vater mit seiner Schwester übernommen. Und seit 2002, nachdem die Helga dann in Ruhestand gegangen ist, habe ich das übernommen mit meinem Vater zusammen, bis der erkrankt ist, und jetzt habe ich es seit 2008 alleine. Von der Architektur her war uns ganz wichtig, dass wir das Traditionelle auch im Neubau durchziehen, eben mit zum Beispiel den weißen Fensterrahmen oder auch dem geschindelten Haus. Die Lage ist, möchte ich sagen, fast einzigartig. Wir haben ein ganz ruhiges Plätzle mit dem Blick ins ganze Tal. Man sieht alle drei Kirchturmspitzen und sind sehr ruhig und trotzdem nicht weit weg vom Zentrum. Also wir haben auch durch die Walser Buslinie eine gute Anbindung nach Ritzland. Also der Gast ist auch sofort im Zentrum beim Skifahren zum Beispiel. Ist also ein ganz besonderer Status. Unsere Kulinarik ist besonders, wir haben eigentlich die alte Walser Traditionsküche wieder aufleben lassen, haben die ein bisschen modernisiert. Und unser Hauptthema ist, dass wir total frische Produkte verwenden, regionale Produkte und möglichst viel aus dem Walsertal. Zum perfekten Urlaub gehört ein Zimmer zum Wohlfühlen, Freundlichkeit, ein leckeres Essen und ein gutes Tröpfchen Wein.